geschrieben. Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe. Ja, diesmal Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und wir analysieren mal weiter Princess Charming. Gibt noch eine zusätzliche Lesung in St. Gallen für mein neues Buch. Ansonsten nächste Lesung ist in Hamburg. Findet ihr alles auf meiner Webseite. Und Buch Feuer und Flamme, wo es ja auch um Polarität geht. Und ja, das ist wieder krasse Sache, was Polarität angeht hier heute. Kann ich schon mal bestätigt, wird wieder alle meine Thesen im Wesentlichen bestätigen, auch wenn ich, glaube ich, da viel noch nicht weiß. Und aber schauen wir uns einfach mal an. Also jetzt erstmal, wir hatten ja Elsa letztes Mal auch ziemlich im Fokus, wie ich sage, so Textbook, wie ich mir eine Young-Polarität bei Frauen vorstellen würde. Auch sehr kompetitiv, will immer gewinnen und hat jetzt hier eigentlich ja, es geht jetzt darum, wer die meisten Fragen über die Princess beantworten kann. Hat hier eigentlich nicht nach den Regeln gespielt, also richtig Bad Guy-mäßig. Und wie wir jetzt sehen werden, wird trotzdem belohnt dafür. Ne? Leider wie Märchenleben. Ne? Ja. Ja. Wer hat denn gewonnen? Realistisch betrachtet hätte ich gewonnen, aber wir haben hier ein Schummelbärchen. Aber im Endeffekt sie. Aber im Endeffekt. Du hast ein Schummel? Also eigentlich finde ich Schummel nicht gut, aber auf der anderen Seite weiß Elsa, es halt, ist was Elsa. Sie möchte und ja. Tut halt dann auch was dafür. Ja. Ich glaube, in der Situation kann ich ein Auge zudrücken. Also oh, es bekommt ja auf jeden Fall noch eine Frage. Ja, also nice guy, finishes last, gilt auch bei Frauen. Nice young girl, finishes last, und sie ist das halt nicht. Und ja, so ist die Welt, ne? Game schlägt alles andere. Vor allen Dingen Leute, die nach den Regeln spielen, werden auch im echten Leben gerne mal rausgekickt. ist halt noch nach wie vor so hier bei uns auf der Welt, ne? Gut, schauen wir mal weiter. Ja, dann schauen wir mal rein. Ja. Gut, dass du weißt, was du willst. Jeder Polarität. Auch wie sie Augenkontakt hält, total krass. Ich will was Besonderes sein für dich. Was Besonderes? Ja. Da war einfach so eine Spannung zwischen uns und so ein intimer Vibe, ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass, also dass eine Frau dazu kommt so spät. Und ich trotzdem so schnell, so intensiv interessiert an ihr bin. Ja, Game schlecht alles. Polarität bis zum Anschlag. Mehr kann man dazu nicht sagen. Was Elsa macht, das kann man machen, wenn man weiß, macht sie bestimmt nicht bewusst, aber dass der andere einen vielleicht auch doch so richtig hot findet, dass sie Körperlichkeiten verzögert irgendwie, ne? Und sie jetzt, also er ist natürlich schon längst küssen können, bestimmt auch das Selbstbewusstsein dazu, wissen wir, aber sie macht es nicht und lässt sie so ein kleines bisschen hängen, was Attraktivität sicherlich noch weiter steigert. Ja, 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 so läuft das. Ja, dann gab es jetzt das erste Übernachtungsdate, das sparen wir uns mal so ein bisschen, fand ich jetzt irgendwie nicht so erhellend. Ich weiß auch nicht genau warum, aber irgendwie, ja, lass uns einfach mal so stehen, dass sie, ja, scheinbar eine ganz gute Zeit hatten. Was ich zunehmend ein bisschen schwierig finde, und das sage ich jetzt nicht aus moralischen Gründen oder irgendwie sowas, dass die einfach mit ganz vielen was anfängt. Und das sieht man auch am Schluss ein bisschen, dass es, ja, dass sie natürlich dann doch den einen oder anderen Hoffnung macht, die natürlich enttäuscht werden müssen, so, ne? Und also ich finde sie da. Ah, letztes Mal habe ich noch gedacht, ja, mein Gott, warum nicht? Aber mittlerweile, weiß ich nicht, ist doch ein bisschen sehr wahllos und weiß ich nicht, finde ich irgendwie nicht so super prickelnd, aber naja. So, jetzt sind wir wieder bei Elena und da ist ja meine Theorie, dass die beide eigentlich, klar, jeder kann immer mal ein bisschen wechseln, aber dass die eigentlich eher so in der gleichen Polarität sind. Und das, obwohl die natürlich beide toll aussehen, trotzdem vielleicht nicht so viben könnte. Und ja, schauen wir mal rein.
ist es bei dir? Also ich kann sowohl mir Zeit lassen, als auch ziemlich schnell. Mm. Kommt tatsächlich echt so ein bisschen auf die Dynamiken an, ja. Ja. Voll. Okay. Wie ist es so beim Küssen mit dir? Also ist das da ähnlich? Wenn ein Vibe da ist und so, dann geht das eigentlich schnell. Das muss halt passen, ne? Ja. Da müssen sich halt beide wohlfühlen. Wie ist das bei dir? Wenn ein Moment da ist, wenn es knistert, dann ja, sage ich auch nicht nein. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das Gleiche seht wie ich. Es vibet nicht. Das ist genau, was ich sage. Jetzt, also sie merkt, glaube ich, auch, es vibet nicht. Vielleicht würde sie trotzdem gerne küssen, aber ja, fühle mich hier voll bestätigt. Obwohl sie ja sonst jeden küsst, sie tut es nicht, ne? Und das macht es eigentlich noch spannender, wenn jemand so flirty ist und dann aber ne, das trotzdem herauszögert. Das finde ich, macht sie noch viel. Ja, gut, das haben wir eben bei der Elsa besprochen, nur hier kommt es halt nicht zum Kuss, aber vielleicht seht ihr das anders. Kannst gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich habe natürlich auch in ihren Blicken gemerkt, okay, sie möchte, dass wir uns küssen und ich habe auch gleichzeitig auch auf ein Signal von ihr gewartet. Ja, das ist halt auch, also wenn meine Theorie stimmen sollte, weiß es natürlich hundertprozentig nicht, dann warten sie beide, dass der andere einen Move macht, ne? Weil sie ja beide in einer femininen Polarität werden, was natürlich nicht passiert. Ne? Ja, echt spannend. Ja, und da kommt schon wieder der Partycrasher, sparen wir uns mal. So, jetzt kommen wir mal zu ihr. Ich denke schon, dass sie, da habe ich schon das Gefühl, dass das von der Polarität her passen würde, aber sie ist einfach, kann sie jetzt auch nichts dafür, ist alles gut, ne? Aber sie ist halt sehr kompliziert, ne? Also will sie mal küssen, macht es dann nicht und da besteht halt die Gefahr, selbst wenn sonst alles passen würde, dass man den Moment damit irgendwie zerstört, dass man immer wieder bremst und dann, ach nee, doch nicht und ja, schauen wir mal rein. Dicke Themen. Und klar würde ich dich die ganze Zeit küssen, aber ansonsten, ja. Wie fändest du das? Das wollte ich nämlich fragen. Wie fändest du das, wenn die hier knutschen? Oh, okay, was habe ich verpasst? Also ja, jetzt fängt sie an zu petzen, auch hilft im Fall überhaupt nicht. Sie denkt jetzt so, ich bin die Brave, die nicht rumgeknutscht hat, aber ja, wirkt nicht cool, ne? Warst du ja gestern auf einem Übernachtungsdate oder jemand war bei dir auf einem Übernachtungsdate? Und die Leute hatten hier auch Spaß, auf jeden Fall. Wer hatte denn so Spaß? Das sag ich nicht, das müssen die Leute dir selber sagen. Ja, was soll das? Also, aber gut, das ist natürlich auch, wo die Sendung so ein bisschen hakt. Deswegen haben sie es bei den Männern ja auch schon mal ein bisschen anders probiert, dass die natürlich untereinander was anfangen. Also da hakt dieses Konzept auch so ein bisschen. Ja. Ihr macht mich alle so fertig. Okay, aber ich meine, ihr dürft Spaß nicht haben. Ich nicht. Ja klar, auf jeden Fall. Aber ich war nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, warum sie das sagt. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, die denkt sich, okay, sie möchte irgendwie für mich da sein, möchte, dass ich alles weiß, was so abgeht. Auf der anderen Seite fände ich schön, wenn sie die Zeit nutzt, um mehr von sich zu erzählen, anstatt was bei den anderen Frauen so abgeht. Hangout, have fun, hook up. Gilt auch für Frauen. Hangout, have fun, hook up und nicht mache schwierige Beziehungsgespräche, wenn du sowieso nur eine Minute bevor hast. Bevor ich irgendwas mache, möchte ich dich küssen. Bevor ich irgendjemanden küsse. Okay. Ja. Ja, weird und wird nicht passieren, wie wir sehen. Ist das gut? Schrecklich. Ob es gut ist? Wie du das findest? Ja. Also waren so viele Gelegenheiten, wo sie sich hätten küssen können. Und ja, da muss sie sich auch ein bisschen fragen, warum will ich sie jetzt küssen, wo der Vibe ausgerechnet nicht mehr da ist. Also da steht sich irgendwie selber am Weg. Und es ist echt, ach, es wirklich wird einfach 2-3 Gelegenheiten verstreichen lassen. Und das passiert dann leider auch. Das musst du wissen, ne? Wie du, okay. Ja. Ach. Mir ist wichtig, dass Madeleine weiß, wo sie bei mir dran ist, hier in der Villa. Darf ich drücken? Ja. Ah, ich kann das gar nicht weiter angucken. Also sie küssen sich nicht. So, jetzt kommen wir mal zu der, ich weiß gerade nicht, wie heißt sie jetzt nochmal? Steffi, glaube ich, ne? Von Die bei Bachelor in Paradise war. Würde ich jetzt auch sagen,
wie gesagt, das ist, nehmt das jetzt alles nicht so super ernst, aber würde ich jetzt sagen, beide eher Frauen in der femininen Polarität. Schauen wir mal. So schade, wenn man das irgendwie ja. so wenig macht. Das stimmt. Ich würde dich auch gern küssen. Also hier haben wir auch wieder so ein bisschen, dass beide warten, aber gut, sie fasst sich jetzt ein Herz. Ja, gut. Wenn du es auch möchtest, sehr gerne. Ja? Mhm. Sogar mit Konsens. Also ich muss echt sagen, der Kuss, der hat echt alles irgendwie so übertroffen. Ja, sieht super aus, aber hören wir mal. War wirklich der beste Kuss seit langem. Ich glaube, es war in Ordnung für dich. Auf jeden Fall. Mhm. Sehr. Sollen wir mal ja. zu den anderen? Okay, ja, toll. Danke fürs Gespräch. Danke nicht so. Ey, fehlt halt eben auch, wo sie da scheinbar so drauf steht, dieses Freche, dann, also Elsa würde natürlich jetzt nicht fragen, war es in Ordnung oder so. Und ja, das ist halt auch dieses Spiel der Polaritäten. Auf jeden Fall. Ich habe halt bei dem Kuss, so schön er war, einfach nicht so richtig, ich habe nicht wirklich was gespürt. Es war so ein bisschen. Ja, mehr brauchen wir dazu nicht sagen, glaube ich. Kein Vibe. Wahrscheinlich beide eher in der femininen Polarität. Gut. So, jetzt passt mal auf, was jetzt mit Elsa passiert. Und Elsa, haben wir ja gesehen, fragt nicht nach extra Zeit mit ihr, ne? Oder weiß ich nicht. Für sie, ich glaube, für sie ist das sowieso alles ein großes Spiel, ob sie jetzt die Princess wirklich gut findet, also tiefergehend gut findet, weiß ich nicht. Ich glaube, sie will halt immer gewinnen, sagt sie ja selber. Aber jetzt schaut ihr mal, wie die das macht. Die wartet halt, bis die Princess kommt irgendwie, ne? Weil sie es auch kann, ne? Und dann ist das alles ein ganz anderes Game, ne? Ich hab's Squirten gesagt. Ratsche nochmals. Darf ich dich entführen? Ja. Ja? Siehste? Sie ist die Einzige, die nicht fragt und die gefragt wird jetzt. Gerne. Also du möchtest weiterspielen. Okay, ich kenne die Regeln. Spiel gut für mich mit. Bin ein bisschen verunsichert gewesen. Verunsichert. Sie ist voll im Game jetzt. Warum Elsa nicht so richtig auf mich zugeht bei den Abenden, bei den Happy Hours. Ich meine, sie verfängt sie natürlich auch schon ein bisschen in diesem Hot-and-Cold-Spiel von Elsa. Das finde ich natürlich jetzt aus Sicht von potenziellen, nicht, dass das jetzt in irgendeiner Weise hier wäre, von vielleicht Toxi-Toxi-Beziehungen nicht so gut. Ne? Also Elsa spielt halt meisterhaft Hot-and-Cold und Princess verfängt sich drin. Ne? Und, Gott, ich meine, es ist alles ein Game da, ist jetzt alles nicht tragisch, aber kann man schon sehr gut sehen, ne? Kriegt hier Kopffick, wie ich immer so sage, ne? Was ist denn los? Was denkt sie denn? Und das macht Elsa natürlich immer attraktiver jetzt auch, ne? Ich schwitze so, ich habe so viel an. Das ist einfach so geil jetzt. Sorry. Soll ich mich ausziehen? Willst du, dass ich mich ausziehe? Wenn du möchtest. Willst du, dass ich mich ausziehe? Das ist einfach so krass. Die ist einfach so krass. Ja, niemanden zu irgendwas zwingen, okay. Ne? Ich meine, den hat mich gemustert. Der war wirklich. Dafür war ich nicht vorbereitet. Bisher hat kein. Ja, also ich würde sagen, die anderen Frauen sind komplett chancenlos. Wenn sie es Elsa nicht noch verkackt, aber naja, gut, warten wir es mal ab. So, nochmal Elsa. Stelle mich nicht an für eine Frau. Fertig. Megapolar. Megapolar. Was brauchst du von mir? Was brauchst sie ist aber auch voll in ihrer Polarität, ne? Das ist so richtig feminine Polarität, die sie demonstriert jetzt hier. Und deswegen vibes bei denen so, ne? Und wie man sieht, Elsa, also sie verfolgt, also meiner Ansicht nach ist ja das letzten Endes, also die Männer machen zwar den ersten Schritt, aber die Frauen jagen eigentlich den Mann, das ist so meine Meinung, oder halt die andere Frau jetzt hier, also die femininen Frauen, und sollten immer ein bisschen mehr im Plus sein als die Young-Polarität, und das haben wir hier, ne? Jetzt werden die ganzen anderen Frauen immer sagen, gib mir mehr Aufmerksamkeit, sagt hier die Prinzessin Elsa, gib mir mehr Aufmerksamkeit, ne? Mhm.
brauche einfach nur hin und wieder einen Blick. Den kriegst du. Okay. Ja. Ja. Mhm. Meisterhaft. Meisterhaft Polarität, beide, ne? Wirklich. Ne? Also das sind jetzt voll drin und da macht alles einfach nur Spaß, ne? Und so soll es sein, ob jetzt Schwule, Lesben, diverse, sonst was, Leute, die sich als Auto identifizieren, völlig egal. So soll es sein, ne? Gut, Rest können wir uns, glaube ich, sparen. Es gibt überhaupt keine Überraschungen jetzt. Etwas asiatisch aussehende Frau fliegt raus, von der man überhaupt keine Sendezeit gesehen hat. Von daher, ja, kann man sich vorstellen, dass es da keinen Vibe gibt. Und ich glaube, die Steffi heißt, die fliegt raus, wo wir auch schon festgestellt haben, es Vibe nicht. Also überhaupt keine Überraschungen. Und schauen wir mal, wie es weitergeht, ne? In diesem Sinne, macht die fucking Kurse, nutzt die Dating-Kurse, auch eher als queere Menschen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.